So, hallo. In dieser dreiteiligen Videoserie werde ich euch drei Möglichkeiten zeigen, wie ihr eure Festplatte aufräumen könnt. Legen wir los. Okay, im ersten Teil zeige ich euch, wie ihr mit Windows Bordmitteln die Festplatte aufräumen könnt. Dazu bietet Windows ein Tool an und das nennt sich Datenträgerbereinigung. Hier einfach auf Startmenü klicken und gebt einfach über die Tastatur direkt Datenträgerbereinigung an. Hier befindet sich das, draufklicken und dann erscheint dieses Fensterchen. Einfach auf OK klicken und dann erscheint das hier. In diesem Fenster seht ihr oben, was alles aufgeräumt werden kann. Also wenn ich jetzt auf OK klicken würde, dann würde es bei mir 4,31 GB Speicherplatz frei räumen. Ihr könnt bei dieser Auswahl alles anklicken. Und bei jedem Punkt seht ihr auch unten dran, wozu das jetzt eigentlich genau dient. Und bei mir sieht man, aha, der Hauptspeicherplatz wird vom Papierkorb belegt. Okay, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auf OK klicken und dann passt es so. Ihr könnt darüber hinaus noch mehr Speicherplatz freischaufeln, indem ihr noch Sicherheitskopien von alten Windows-Updates zusätzlich löscht. Um das durchzuführen, klickt ihr hier auf Systemdateien bereinigen. Dann kommt wieder dieses Auswahlfensterchen, dort wieder auf OK und dann scannt er kurz. Ihr seht, dass hier auch noch die Auswahlmöglichkeiten vom vorangegangenen Fenster vorhanden ist. Aber zusätzlich gibt es jetzt noch weitere Punkte, wie zum Beispiel Windows Update Bereinigung und so weiter. Hier müsst ihr jetzt eine Sache beachten. Wenn euer Windows ohne Probleme läuft, und das schon seit Wochen, dann könnt ihr Sicherheitskopien von älteren Windows-Updates löschen. Dazu müsst ihr dann einfach nur die Häkchen hier hinsetzen. Hier gibt es noch eine Sache, die ihr beachten müsst. Wenn ihr im Moment ein Windows-Update ausgeführt habt und unten rechts in der Taskleiste steht, bitte starten Sie Ihren PC neu. Dann solltet ihr zuerst den PC neu starten und die Updates installieren lassen und erst danach die zwei Häkchen hier anklicken. Okay, also so wie es bei mir aussieht, könnt ihr die Häkchen alle setzen und dann könnt ihr auf OK klicken. Ich klicke hier auf Dateien löschen und dann kommt dieses Fensterchen und der bereinigt dann alles. Das dauert normalerweise bis zu einigen Minuten. Das Fensterchen schließt sich von alleine, wie ihr es gerade gesehen habt. Okay, das war der erste Teil, wie ihr mit Windows-Mitteln eure Festplatte ein bisschen bereinigen könnt. Beim nächsten Video zeige ich euch, wie ihr mit anderen Tools noch zusätzliche Dateien löschen könnt, die nicht benötigt werden. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.